Hallo Plauen. Also erstmal vielen Dank für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Die Auflagen heißen heute wie folgt. Während der gesamten Versammlung ist es untersagt, alkoholische Getränke zu konsumieren. Der Einsatz einer Lautsprecheranlage ist gestattet. Die Lautstärke ist auf einem Lärmpegel von maximal 90 Dezibel zu begrenzen. Genau. Die Verwendung von Fackeln oder anderen offenen Lichtquellen, die über ein geschütztes Kerzenlicht hinausgehen, wird untersagt. Sollten Kerzen mitgeführt werden, sind diese als Grablicht oder in ähnlich geschützter Aufmachung zu tragen. Sollten Taschenlampen als Lichtquellen zum Einsatz kommen, dürfen diese eine Länge von 15 cm nicht überschreiten. Die Ausgestaltung des Aufzuges. Es ist sicherzustellen, dass zu keiner Zeit mehr als 8 Trommler in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang, Reihe, Linie oder Block als Kundgebungsmittel verwendet werden. Das Marschieren im Gleichschritt ist auch heute wieder untersagt. Ja, liebe Plauner, was soll ich da sagen? Es ist nur gut, dass immer alles so schön bei uns geregelt ist. Ja, was soll ich da sagen? Zum Thema so schön geregelt. Nun ja, wir haben vor ein paar Tagen, etwas mehr als eine Woche, um genau zu sein, unsere liebe Bundesministerin des Inneren, die Frau Nancy Faeser, in Katar gehabt. Ja, und die hatte da so eine coole Binde dran. Ich brauche nicht zu sagen, welche das war. Das Schöne ist, wir haben kurze Zeit drauf den Gemeinschaftsvertrag mit Katar ratifiziert, um uns bis 2041 zu verpflichten, einen quasi nicht mal ansatzweise als signifikant zu bezeichnenden Gasanteil unserer notwendigen Bedarfsleistung darüber zu decken. Im Übrigen zum 2,5-fachen Preis dessen, was wir im Moment gerade aus Russland erhalten haben. Wollen wir den Ganzen noch einen oben drauf setzen? Ja, wollen wir. Also zumindest die Bundesregierung denkt, dass es okay ist, weil das ist deswegen so teuer, nicht weil Katar das Gas so teuer verkauft, sondern weil es eine US-amerikanische Fördergesellschaft ist, die dazwischen gehängt ist und als Rohstoffhändler aktiv davon sich einen Gesamtanteil von mindestens 35% Gewinnmarge ausbittet. Ist doch nett von denen, oder? Aus Grund und Anlass dessen musste ich das heute einfach nochmal mit anfügen, weil mir ja unterstellt worden ist und ich mit etlichen Hassangriffen, nachdem ich mein Video jetzt hochgeladen hatte, konfrontiert war, möchte ich euch Folgendes mit auf den Weg geben. Es ist der Hohn, was unsere Bundesregierung, was unser Bundespräsident in den letzten Tagen hier in diesem Land öffentlich gemacht haben. Die Tatsache, dass mutige Streiter und großartige Menschen, die für die Demokratie, die Freiheit, ihre Selbstbestimmtheit in China auf die Straße gehen, ja, ist nicht zu leugnen und sie ist als besonders hohes und wertvolles Gut zu bewerten. Warum? Weil sie unter fast denselben Umständen auf die Straße gehen wie ihr, die großartigen Streiter von 1989. Sie wissen nämlich nicht, ob auf sie geschossen wird. Sie wissen nicht, ob wieder Panzer über Plätze rollen, um ganze Menschenmassen niederzuwalzen. Das ist tatsächlich in der Volksrepublik China auch im 21. Jahrhundert nicht ausgeschlossen. Folglich ist es richtig zu erwähnen, dass es diese Proteste dort gibt. Und es ist folglich richtig zu erwähnen, dass sie eine besondere Ehrung und Würdigung von jedem Einzelnen von uns erfahren sollten. Was ich nur sehr traurig finde, wo ist die Entschuldigung an das eigene Volk hier im Land? Thank you.
Dutzender Berichte, mehr als ein halbes Dutzend wissenschaftlicher Abhandlungen, die ganz klar mittlerweile ausweisen, dass die Maßnahmen der letzten 2,5 Jahre weder recht noch rechtmäßig, ja, sie noch nicht einmal sinnvoll waren. Es ist ein Trauerspiel, dass ausgerechnet jene, die diese Maßnahmen entsprechend kritisch gesehen haben, kritisch sich dazu geäußert haben und sich dafür auch mobilisiert haben, so behandelt worden sind, wie sie behandelt worden sind. Aber jemand hat etwas in meinem Video falsch verstanden, dass ich es für besonders beklagenswert befunden habe, dass Hunderte, gar Tausende Menschen mit Wasserwerfern bedroht, von Plätzen gespült und ihre demokratisch-freiheitlichen Rechte entzogen werden. Das ist ein Fakt. Der andere Fakt ist, dass wir 2,5 Jahre Gängelung, schlimmster Hetze, Diffamierung nicht der Menschen wie ihr jetzt hier auf einem Platz demonstrierend erlebt haben, sondern aller Menschen, die die Nadel abgewählt haben. Das ist das Übel. Ich habe, um einen entsprechenden Vergleich anstreben zu können, auch ein paar Vergleichsdaten angeboten und das habe ich auch gesagt, dass wir dem nachliefern werden zu diesem Video. Ihr werdet das in den nächsten Tagen auf den Informationsplattformen, die vom Forum für Demokratie und Freiheit geführt werden, eindeutige Einblicke erlangen, wie die Medien, eure Politiker, die von euch gewählten Volksvertreter über euch in den letzten 2,5 Jahren gerichtet haben, über euch gesprochen haben, und wie weit sie gegangen sind. Und wie nah wir da an den übelsten und schlimmsten Stunden der 30er und 40er Jahre in unserem Land dran waren, das werdet ihr dann lesen und sehen können. Denn die Mehrheit der Menschen hier in diesem Land hat offenkundig vergessen, dass Kinder als pesttreibende Ratten bezeichnet worden sind. Dass ihr als das übelste asoziale Pack... dass ihr als übles, asoziales Pack bezeichnet worden seid, dass man euch die Menschlichkeit, Solidarität, Anstand, Respekt und Würde abgesprochen hat, dass man euch vorenthalten wollte, ja sogar das waren Vorschläge von Politikern, dass ihr ohne diese Nadel noch nicht einmal mehr einkaufen gehen dürft. So viel zum Thema. Abgesehen davon, was es mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft gemacht hat, ist das Schlimmste eigentlich, dass wir ein Zeugnis abgelegt haben, von dem wir der Meinung waren, dass es in unserem Land nicht mehr vorkommen kann. Faschismus. Ja, meine lieben Mitmenschen, wir befinden uns im real existierenden, tatsächlich wieder gelebten und zum Teil zelebrierten Faschismus. Das muss jedem klar sein. Aber genug davon, ein paar erhellende Worte werden die anderen ja auch noch an euch richten wollen. Demzufolge möchte ich mich jetzt erst einmal bei euch allen recht herzlich für die letzten zurückgelegten 16 Wochen bedanken. Ich möchte mich bei allen Mitmenschen in unserer Gemeinschaft bedanken für euer Engagement, für eure Kritiken, für das würdevolle, tolerante, respektvolle Auftreten untereinander, für das gemeinsame Zusammenstehen, für die Anregungen und Ideen und für die wahrlich Überzeugten von euch, die eingetreten sind für Frieden, Freiheit und Demokratie. Ich danke euch. Leider Gottes sieht es bei uns so aus, wie es aussieht. Nach wie vor kämpfe ich schwer mit der Gesundheit. Ich habe mich jetzt mal mit, dank vieler Medikamente, es geschafft, heute wieder auch auf die Beine zu kommen, für euch da sein zu können. Und doch möchten wir es jetzt erst einmal angehen, den Weihnachtsfrieden für die Zukunft zu gewährleisten. Dies ist also auch die letzte Veranstaltung für das Jahr 2022. Und voraussichtlich werden wir dann, sofern ihr es wünscht,
ab Mitte, Ende Januar wieder für euch da sein. Nicht von euch großartigen Menschen abwenden, überhaupt nicht. Für mich gilt es jetzt erst einmal, gesund zu werden. Für die großartigen Menschen in meiner Familie gilt es, sich neu zu sammeln. Für unsere Unterstützer gilt es jetzt, sich neu zu sammeln, neue Kräfte zu generieren. Es geht auch darum, dass wir unseren Job nächstes Jahr für euch besser machen können. Wir wollen weiter und, viel wichtiger, höher hinaus. Wir möchten mit euch den Weg nächstes Jahr gehen, der nötig ist. Wir möchten es tatsächlich vorantreiben, dass das Thema Frieden nicht nur in Europa, sondern Frieden auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland wieder ein wichtigeres ist, dass es vorangetrieben wird. Wir wollen die asozialen Missstände, die in unserem Land herrschen, bekämpfen. Wir wollen tatsächlich das einlösen, was wir versprochen haben. Denn nicht nur der Aktionsplan Frieden 2022 ist ein wichtiges Thema, sondern auch die sozial-solidarische Zusammensetzung unserer Gemeinschaft, unseres Volkes. Wir müssen den sozialen Frieden in unserem Land nicht nur fordern, wir müssen ihn wiederherstellen. Wir müssen für gerechte und gleichwertige Behandlung und Verhältnismäßigkeiten für jeden Menschen hier sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die über 40, 50 Jahre in diesem Land hart gearbeitet haben, entsprechend ihren Lohn im Alter nun auch erhalten und die Sicherheit erhalten, die sie benötigen. Und dafür müssen wir Jungen, die jetzt stehenden Generationen, welche eben das Bruttosozialprodukt in diesem Land erwirtschaften, auch genau das einfordern, damit unsere Großeltern in Würde weiterhin leben können. Also ist es an uns jetzt, dass wir die nächsten 3, 4, 5, 6 Wochen, je nachdem wie lange wir dann jetzt brauchen, uns technisch auch neu aufzustellen. Wir haben einige technische Probleme gehabt, die wir noch zu regeln haben. Die werden wir jetzt aber auch lösen können. Wir haben gute Partner jetzt an die Hand bekommen, um für euch wirklich im nächsten Jahr besser da zu sein. Und wir wollen unseren Job machen. Wir wollen es besser machen und wir wollen es vor allem mit euch gemeinsam machen. Die Maureen wird danach sicherlich noch ein paar Sachen dazu benennen, denn die ersten erfolgreichen Schritte in die richtige Richtung, um es mit euch gemeinsam besser machen zu können, haben wir ja bereits in die Wege geleitet. Und genau darum geht es. Lasst uns gemeinsam besser sein und lasst uns gemeinsam weiterhin dieses Zeichen aussenden, dass wir die Friedfertigen sind, dass wir diejenigen sind, die des Friedens beseelt sind und diesen Frieden auch einfordern. Nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern für alle Menschen in der Welt. Lasst es uns gemeinsam angehen, die wirklich wichtigen Dinge hier in diesem Land voranzutreiben und unsere Gesellschaft, unseren Staat und unsere Gemeinschaft als solches zu reparieren und zu verbessern. Ich danke euch, meine lieben Mitmenschen. Noch Schmiede Wolfgang als Zwinnitz. Herzliches Glück auf! Und ich möchte heute mal zwei Dinge besprechen, so wie ich sie sehe. Erstens,
den Ist-Zustand dieser Republik und zweitens die Lösung. Sehen wir uns mal den Ist-Zustand unseres Landes an. Die Regierung ist eine Fehlbesetzung und muss weg. Überbordende Bürokratie mit 100.000 Gesetzen und Verordnungen, fast 300.000 Beschäftigte beim Bund. Die Infrastruktur wie Brücken, Schulen, Straßen, Bahn ist zum Teil marode und es werden Stadtbäder und Hallenbäder einfach geschlossen. Zu viel Dumme in der Regierung mit grün-linker Neidpolitik und Geldsozialismus, wie zum Beispiel BER, Stuttgart 21, Elbphilharmonie, Flughafen Magdeburg. Unser Boot BRD ist voll und es wird kentern, wenn nicht sofort die unkontrollierte Einwanderung, zum großen Teil illegal, beendet wird. Wir finanzieren mittlerweile die halbe Welt mit unseren Steuern und Millionen Arme und Rentner sind auf die Tafel angewiesen. Unzählige Kinder und Alte haben nicht genug Geld, um sich wenigstens etwas Kultur zu leisten, nicht mal Kino. Und die Preise für Lebensmittel in die Höhe zu treiben, werden Flächenstilllegungen befohlen. Nur noch Lobbywirtschaft. An die Stelle des handelnden Menschen, der seine eigenen Bedürfnisse erwirtschaftet und darüber hinaus Steuern und Abgaben abliefert, tritt ein versorgtes, entmündigtes, über die Medien möglichst ruhig gestelltes Prekariat. Wenn man nicht wenigstens ein bisschen schwul, lesbisch, quer, trans oder eine Triangel zwischen den Beinen hat, dann ist man dagegen oder rechts. Wir sind immer noch beim Ist-Zustand in diesem Land. Meine Großeltern und meine Mutter kamen 1946 als Deutsche nach Zwönitz und erhielten zwei Strohsäcke für 7 Personen auf Bezugsschein. Heute kommen 100.000 illegal in die BRD und begrapschen unsere Frauen und Mädchen. Dann sind sie selbst schuld. So die ehemalige Hilfsköchin aus der DDR, jetzt Bundestagsvize, weil sie deren Gefühle nicht respektieren. Wir haben eine ausufernde Inflation, die viele Betriebe, Familien, Gaststätten, Handwerker, Bäcker, Friseure, um nur einige zu nennen, in den Ruin treiben wird. Energiepreise tragen ein Übriges dazu bei. Die Neuverschuldung der Bundesrepublik beträgt 11.240 Euro pro Sekunde. Oder sollen wir schon sagen, Buntpapier? Und nicht zu vergessen, Covid oder wie das auch immer heißen möge, über 2,5 Jahre wurden wir zuerst eingesperrt, beschimpft, gegängelt, isoliert, verraten und wie Aussätzige behandelt, zumindest die Ungeimpften. Natürlich keine Entschuldigung vom Propeller. Ich kann nur warnen. Und nun soll auch noch die Impfpflicht laut Beschluss der G20 in Bali für Reisen eingeführt werden. Mit uns nicht. Und hier die Lösung, aber nur Teillösungen. Es wird keine staatliche Krisenbewältigung geben, auch wenn Milliarden an Helikoptergeld verteilt wird. Wird das denkende Volk schnell merken, dass es hinter das Licht geführt wird. Es gibt keine Problembewältigungskompetenz in der Regierung. Wir brauchen dringend Ehrenmänner und Frauen in der Regierung, frei von Parteienklingel, ohne Parteienlaufbahn, Spezialisten mit abgeschlossener Ausbildung und Fachkompetenz.
Die Grundlage der Gesetzgebung sollten die 10 Gebote sein. Darauf kann man gut aufbauen. Wir brauchen keine Gesetzesmonster, auch nicht 100.000 Angestellte des Staates. 7 Minister sollten reichen. Frei werdende Arbeitskräfte aus den Ämtern könnten dann in der Pflege, im Gesundheitswesen oder im Straßenbau eingesetzt werden. Politiker müssen haften für den Mist, den sie anstellen. Und Beamte sollen gefälligst in die Sozialkassen einzahlen. Steuern runter auf 10%. ARD, ZDF und Konsorten sollen ab sofort sich dem Wettbewerb stellen. Und die GEZ muss verboten werden. Sofort! Und lasst unsere Kinder in Ruhe. Ich will keine Pubertätsblocker. Und in den Schulen soll unsere feine deutsche Sprache gelehrt werden und nicht dieses Gendergelabere. Und bitte lieber Fußball. Und andere Sportarten. Macht euch nicht weiter zum Gespött der Welt mit eurer One-Love-Binde. Es reichen schon regenbogenfarbige Tampons auf Herrentoiletten, wobei ich bisher keinen einzigen menstruierten Mann kennengelernt habe. Ich wünsche uns allen eine wunderschöne friedliche Adventszeit. Alles Gute, bis dahin. Hallo Blauen, hallo Menschheitsfamilie, hallo ihr entschlossenen Gesichter! Unglaublich! Sie wollten, dass wir von der Straße verschwinden. Aber wir sind geblieben und wir werden bleiben, bis dieses Pack endlich nach Hause geschickt ist. Ja, es handelt sich um Pack. Es handelt sich um Pack, wenn Menschen eine totalitäre Herrschaft errichten wollen. Und das sagen wir hier aus Plauen heute am 4. Dezember 2022. Wir lassen nicht zu, dass in Deutschland wieder eine totalitäre Herrschaft errichtet wird. Ja, da ist ein Zornfaktor drin, wenn der Daniel Langhans am Mikrofon steht. Das wissen viele schon. Aber der gehört da auch hin, denn was die im Hintergrund gegen unseren Willen vorbereitet haben für die ganze Menschheit und wozu sie uns zwingen wollen, das ist einfach nur Scheißdreck und wir lassen es nicht zu. Machen wir ein bisschen politische Bildung. Politische Bildung. Übrigens dazu nur eine kurze Beobachtung. Wir waren gestern in Heilbronn, da waren sage und schreibe 18 Polizeifahrzeuge. Jetzt kommen wir hierher, zu euch nach Plauen, das sind ja noch mehr als 20 Polizeifahrzeuge. Dazu habe ich eine Interpretation. Ich habe da eine Erklärung dazu. Nämlich, ich habe das Gefühl, dass in den Ordnungsämtern, wo über die Zahl der Polizisten bei den Demos entschieden wird, dass da inzwischen auch Leute sitzen, die genau wissen, was abläuft, die aufgewacht sind und die wollen, dass die Polizisten auch eine Ausbildung bekommen. Das ist meine Erklärung dafür, dass wir plötzlich wieder
Das war ja alles schon mal, wir hatten schon Demos, da war ein einziger PKW von der Polizei. Ja? Aber dass wir jetzt wieder so ein Aufgebot haben, das kann nur damit zusammenhängen, dass sie erreichen wollen, dass die Polizisten auch wissen, was eigentlich abgeht. Also dann machen wir weiter mit der politischen Bildung von der Bundeszentrale für politische Bildung. Hört genau hin. Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es Hans-Gerd Jaschke. Der hat einen Artikel über Totalitarismus geschrieben. Und den lese ich jetzt mal knapp vor. Was heißt Totalitarismus? Ich zitiere. Bezeichnet eine politische Herrschaft, die uneingeschränkte Verfügung über die Beherrschten und ihre Unterwerfung unter ein diktatorisch vorgegebenes politisches Ziel verlangt. Zitat Ende. Was haben diese Schurken auf G20-Ebene beschlossen? Die haben beschlossen, dass wir nur noch reisen dürfen in andere Länder, wenn wir uns Spritzen geben lassen, wenn wir einen digitalen Impfpass vorlegen. Aber sie haben ihre Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Wirt sind wir. Wir sind der Souverän. Und wir wissen, dass diese ganzen Corona-Maßnahmen letztlich alle nur dem einen Ziel dienten, den Menschen zu überwachen, zu kontrollieren, eine uneingeschränkte Herrschaft über die Menschen zu errichten. Sie wollten den Totalitarismus hier in der ganzen Welt umsetzen, aber sie sind krachend gescheitert. In dem Artikel, den wir verlinken werden zu dem Video, sind 7 Punkte genannt. Ganz kurz rattern wir die runter. Punkt 1, Alleinvertretungsanspruch auf Wahrheit. Zweitens, Abschottung gegen jegliche Form der Kritik. Die Ideologie wird quasi religiös umgesetzt. Punkt 3, absolutistische Legitimationsbasis. Punkt 4, eine Feindbildrhetorik. Da unterbreche ich diese Punkte. Wir waren als Ungeimpfte die Feindbilder. Kaum war der Krieg ausgebrochen, gab es ein neues Feindbild. Das waren die Russen. Das war der 1:1, haben sie nur das Feindbild geändert. Diese Mainstream-Medien, die nur willfährige Knechte dieses Totalitarismus sind. Aber das hat bald ein Ende. Punkt 5 steht alles da drin. Punkt 5, eigene Begriffssysteme werden geschaffen. Punkt 6, es ist absolut gegen die Demokratie gerichtet. Die Grund- und Freiheitsrechte werden missachtet. Auch das haben wir erlebt. Wir wissen, wovon wir reden. Und ich weiß noch gut, am 6. November 2020, als ich in Leipzig war, am Vorabend, da waren viele von euch auch da. Da haben wir dort am Marktplatz oder Rathausplatz eine Demo gemacht. Da brannte die Luft, weil wir die Schnauze voll haben von Totalitarismus. Nie wieder! Und Punkt 7, diese totalitären Systeme sind durch ein hohes Gewaltpotenzial gekennzeichnet. Uns wollen die vorwerfen, wir würden irgendwie Gewalt anwenden. Was für eine Erbärmlichkeit! Wer hat wehrlose Menschen, unbewaffnete Menschen auf den Boden geworfen, mit 4 Mann auf schwangere Frauen drauf geprügelt? Wer war das? Das waren nicht wir. Das waren die Knechte dieses Systems. Aber auch da ist viel passiert. Und ich bin sicher, ich spüre das im Herzen. Inzwischen gibt es auf Seiten der Polizeieinsatzkräfte so viele Menschen, die genau wissen, was hier in dem Land abläuft. Und die genau wissen, dass sie auf der richtigen Seite stehen, wenn sie ihre Entscheidung treffen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, Beispiele, ganz knapp. Was sind die Ursachen des Ukraine-Konflikts? Da wird uns was eingeredet. Da sei ein böser Mensch, der mit dem Allerbösesten, den Deutschland je gehabt hat, auf eine Ebene gestellt wurde. Wir glauben euch überhaupt nichts mehr, ihr Mainstream-Medien. Habt ihr das endlich begriffen? Punkt 2.
Punkt 2, was sind die Ursachen der hohen Energiepreise? Auch da wird immer nur dieser eine Herr genannt. Dann, was sind die Ursachen eigentlich für die Abwanderung von leistungsfähigen männlichen Arbeitskräften aus nordafrikanischen Ländern auf Kosten von Kindern, von Frauen und von hilfsbedürftigen alten Menschen? Was sind dafür die Ursachen? Ich sage es euch. Die Ursache ist, dass in diesen Hinterzimmern beschlossen wird, dass es einen Bevölkerungsaustausch in Europa geben soll. Das ist der eigentliche Grund. Und wenn Sie Begriffe, wo das Wort Volk vorkommt, dann plötzlich zu sanktionierfähigen Begriffen machen, für die man dann bestraft werden soll, wenn man sie ausspricht, dann wissen wir auch, was dahinter steht. Es ist ein dreckstotalitäres System. Aber wir machen da nicht mit und ihr werdet es niemals schaffen. Noch so ein Thema. Was sind die Ursachen für die rasante Zunahme von Identitätsstörungen von Menschen? Ich weiß noch gut, die Zeit, das ist ein paar Jahrzehnte her, da wurde gesagt, nun, was männlich ist, was weiblich ist, das kann man doch nicht so sagen, das entscheidet jeder für sich. Damit ging es los, vor ein paar Jahrzehnten. Ich bin ja schon ein paar Jahre auf der Welt hier. Und jetzt heißt es, was jemand für eine sexuelle Orientierung hat, das kann er selbst festlegen. Jetzt heißt es, ob jemand Mann oder Frau ist, das kann er selbst festlegen. Und das Resultat ist eine rasante Zunahme von Identitätsstörungen. Ihr, die uns das alles einredet, ihr Medien, ihr Politiker, ihr Politmarionetten, ihr seid diejenigen, die diese Identitätsstörungen verursachen. Das ist die Wahrheit. Und jetzt zitiere ich noch einen Menschen aus der katholischen Kirche. Nicht erschrecken. Ich weiß, viele haben die Schnauze voll von allem, was katholische oder überhaupt Kirche ist. Kann ich verstehen, nach dem, was wir erlebt haben unter diesem komischen Herrn Bergoglio. Aber es gibt einen tapferen Mann und den Namen, den höre ich gleich von euch gerufen. Der hat gesagt in einem Interview im September 22, ich zitiere, hat irgendjemand von uns wirklich geglaubt, dass die Zulassung der Scheidung ein Fortschritt sei? Oder dass eine Eroberung der Freiheit es gewesen ist, der Mutter das Recht einzuräumen, das Kind zu töten, das sie im Mutterleib trägt? Oder dass die Vergiftung von alten Menschen im Schlaf oder von Kranken und Armen ein Zeichen von Zivilisation ist? Gibt es irgendjemanden, der ehrlich davon überzeugt ist, dass die Zuschaustellung, immer noch Zitat, der abscheulichsten Laster ein Grundrecht ist oder dass ein Mensch sein Geschlecht ändern kann, indem er auf groteske Weise verändert, was die Natur bereits beschlossen hat. Zitat Ende. Nein, das ist keine Hassrede. Und wir lassen nicht zu, dass ihr dies, was ich hier sage, in so eine Schublade packt. Wir entscheiden, was Hassrede ist. Und wir lassen es von euch, Journalisten, uns nicht sagen. Denn wir sprechen hier über die ganz nüchterne Wahrheit, dass es so etwas wie Natur gibt und dass der Mensch von Natur aus ein Geschlecht empfangen hat und dass diejenigen, die da was ändern wollen, bedauernswerte Menschen sind, bedauernswert, weil sie verführt wurden durch Massenmedien, die uns irgendeinen Scheißdreck ins Hirn kippen wollen. Das ist die Wahrheit. Wie heißt der tapferste Mann der katholischen Kirche unserer Zeit, der solche Dinge sagt? Es handelt sich um Erzbischof Vigano. Ein Sonderbeifall für Erzbischof Vigano. Und in derselben Rede, Entschuldigung, im selben Interview sagt er, ich zitiere weiter, der Hauptarchitekt des Great Reset, Klaus Schwab, sagte am 23. Mai in seiner Rede auf dem Davoser Forum, Zitat, jetzt zitiert er den Schwab,
Die Zukunft entsteht nicht von selbst. Wir vom Weltwirtschaftsforum sind es, die die Zukunft gestalten werden. Wir haben die Mittel und die Welt, die wir wollen durchzusetzen. Zitat Ende. Ihr Lieben, das ist das ganze Geheimnis dessen, was wir hier gerade erleben. Ein Herr Schwab und mit ihm viele, viele Ultrareiche, die das Weltwirtschaftsforum betreiben seit über 50 Jahren, die haben beschlossen, was das Richtige für die Welt ist. Die wollen über unsere Köpfe hinweg durchsetzen, was sie für uns beschlossen haben, einschließlich der totalen Überwachung. Aber wir sagen dazu, wir sagen dazu. Und jetzt wisst ihr, warum ich diesen Button trage. Ich trage diesen Button. Ich trage dieses Nein, auch im Alltag. Und ich empfehle euch, baut euch so einen Nein-Button. Denn wenn ihr dann im Supermarkt seid und werdet angesprochen, kann ja sein, dass jemand sagt, was heißt denn das Nein hier? Dann ist, ich bin ja auch Kommunikationstrainer, wie der eine oder andere von euch weiß, dann ist es ganz wichtig, die Erotik des Augenblicks auszuhalten. Denn dann sagen wir nicht, ich sage Nein zu, zack, 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 sondern ich stelle eine Gegenfrage. Was meinst du, was könnte dieses Nein bedeuten? Und jetzt könnte sein, dass der andere sagt, naja, also hohe Spritpreise zum Beispiel. Richtig! Stinkt dir das auch, dass die Spritpreise so hoch sind? Und schon redet ihr mit dem Gesprächspartner über die gemeinsame Basis, über die Schnittmenge. Und ihr werdet sehen, was ihr mit diesem Nein erreicht. Die Menschen sind nämlich viel, viel weiter, als wir alle für möglich halten. Und auch die Fehlenden von den 8000, die hier schon mal standen, auch die sind uns nicht verloren. Denn niemand, den dieses totalitäre System jemals verloren hat, wird es wieder bekommen. Wir sind das Volk. Und wir haben viel gelernt. Ich komme ja aus Ulm, aus der Nähe von Ulm. Und wir haben viel gelernt von euch in den neuen Bundesländern. Ihr wart es, die ganze Friedensbewegung auf eine völlig neue Dimension gehoben habt. Durch die Montagsspaziergänge. Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Ihr habt da einen historischen Rang euch erworben. Und weil wir wissen, dass wir uns jemandem verdanken, wir alle verdanken uns dem Schöpfer. Das wollen wir feiern in 2 Minuten, die ich jetzt noch habe mit euch. Wenn ich um einen Klatschrhythmus auch die Trommel bitten darf, nicht zu langsam bitte und auch nicht zu schnell. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, kein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou. Ja, du bist du. Danke für uns. So, ihr Lieben, ganz kurz noch zum Schluss. Mein Name ist immer noch Maureen Tümmler. Hallo Plauen! Ich stehe halt hier zum einen, um euch einen kurzen Rückblick zu geben. Am 26.11. dieses Jahres wurde die erste Regionalversammlung abgehalten. Fast 100 Menschen beteiligten sich daran, besprachen, diskutierten und festigten gemeinsame Ziele. Wir werden weiterhin Termine und Lokalitäten für Zusammenkünfte finden. Diesbezüglich braucht es natürlich weitaus mehr als diese
engagierten 100 Menschen. Die Termine dafür werden wir euch zukommen lassen. Wer Interesse daran hat, mitzuwirken, kann sich auch gerne im Vorfeld online bei uns anmelden oder vorstellen. Und wir freuen uns auf diesem Wege, den gemeinsamen Diskurs und die Zusammenarbeit fördern zu können. Drei Jahre, in denen Menschen, die sich trauten, sich Gedanken zu machen, als irre Verschwörungstheoretiker hingestellt wurden. 3 Jahre, in denen Menschen, die sich erlaubten, ihre Meinung zu äußern, als Hetzer hingestellt wurden. 3 Jahre, in denen uns Lobbyisten als Experten verkauft und wahre Experten diskreditiert wurden. 3 Jahre, in denen Kritik als Hass abgewertet wurde. 3 Jahre, in denen wir erpresst und genötigt werden sollten, an experimentellen Pharma-Studien teilzunehmen. Unsere Gesundheit und unsere Alten und die Kinder, die wurden alle mit Füßen getreten. 3 Jahre, in denen wir uns gesellschaftlich voneinander distanzieren und isolieren sollten. Vollkommen egal, welche Auswirkungen dies auf unsere seelische Gesundheit hatte. Die Liste ist unendlich lang. Und jetzt sollen wir vergessen und verzeihen, oder wie gesagt wurde, mal nicht so nachtragend sein. Wir vergessen nicht und wir verzeihen nicht. Die Verantwortlichen werden und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die gleiche Regierung, die versucht hat, uns durch stellenweise massive Polizeigewalt von den Straßen zu vertreiben, feiert jetzt die Menschen in China als Helden und verurteilt die Maßnahmen der chinesischen Regierung. In was für einer Parallelwelt leben wir hier eigentlich? Ich habe größten Respekt vor diesen mutigen Menschen in China, denn dort bedeutet es nochmal was ganz anderes, öffentlich zu protestieren. Und ich bin in Gedanken ganz bei diesen tollen Menschen und hoffe, dass sie standhalten. Unsere liebe Steffi ist vorhin hier durchgegangen und hat euch kleine Zettel verteilt, um die Solidarität mit den Menschen in China zu zeigen. Macht das bitte jetzt und macht Fotos! Mega, Dankeschön. Das vergangene Jahr war unglaublich anstrengend. Es war aber auch geprägt von wundervollen Momenten, von fantastischen Menschen, von unglaublicher Unterstützung, von Aufopferung und von neuen Freundschaften. Wir alle haben zusammen eine Welle losgetreten, die auch im nächsten Jahr weiter wollen wird. Denn auch im Jahr 2023 muss das Motto lauten: Aufgeben ist keine Option. Deshalb lasst uns mit vereinten Kräften weiterkämpfen für unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder, für unser Land, für unsere Wirtschaft, für unsere Freiheit, für unsere Kultur und für den Frieden. Denn es ist nach wie vor nicht hinzunehmen, dass wir nach und mehr immer mehr unsere Rechte verlieren, dass wir unsere Kultur und unsere Lebensweise aufgeben sollen, dass wir von Menschen aus aller Welt überflutet werden, dass unsere Wirtschaft ausgelöscht wird,
dass arbeitende, fleißige Menschen auf Hilfspakete angewiesen sind und davon abhängig gemacht werden. Dass weiterhin Raubbau an unserem Land betrieben wird, dass Bauern genötigt werden, sich an Vorgaben von den Amis zu halten, während die USA ihre eigene Landwirtschaft gegen die Wand gefahren hat. Wir können und wir werden nicht mehr hinnehmen, dass unser Bildungssystem immer schlechter wird, dass unser Gesundheitssystem vollkommen ruiniert und ignoriert wird, denn wir alle könnten schon morgen Pflege brauchen. Die Probleme in unserem Land und auch die weltweit werden weiterhin nicht nur angesprochen, es werden weiterhin Lösungen erarbeitet. Und auch damit werden wir nicht aufhören. Und ganz speziell ich werde damit nicht aufhören. Und mich als Homophob oder als Nazi zu betiteln, wird mich nicht davon abhalten. Es interessiert mich einen Scheiß, denn ich weiß, wer ich bin und was ich bin. Denn ich bin weder das eine noch das andere. Dies alles zeigt mir nur, dass die Argumente ausgehen, dass nichts mehr entgegenzusetzen ist, denn die Wahrheit wird immer die Wahrheit bleiben. Und auch uns alle zu diskreditieren mit Bezeichnungen oder Titeln wird nichts daran ändern. Wir gehen keinen Schritt mehr zurück, denn die Wahrheit wird immer die Wahrheit bleiben. Jimi Hendrix hat einmal gesagt, "When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace." Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, dann wird die Welt den Frieden kennen. Und genau das liegt jetzt in unserer Hand. Es liegt an uns. Es liegt an uns allen. Wir haben immer eine Wahl. Wir können nichts tun und hoffen, dass alles irgendwie gut wird. Oder wir können aufstehen und selbst etwas tun. Meine Einstellung dazu kennt ihr. Die Einstellung derer, die heute, gestern, morgen, hier und überall auf der ganzen Welt seit Jahren aufbegehren, die kennen wir auch. Und doch kommt es jetzt vor allem auf die an, die noch nicht den Mut gefunden haben, aufzustehen. Die, die noch immer daran glauben, dass schon alles irgendwie gut wird. Genau ihr seid jetzt gefragt. Stimmt ihr tatsächlich mit dem Handeln der Regierungen überein? Glaubt ihr tatsächlich, dass ihr als Mensch wichtig seid für die Regierungen dieser Länder? Glaubt ihr wirklich, dass alles einfach so wieder gut wird? Auch euch wird es treffen. Ihr werdet genauso eure Jobs verlieren. Ihr werdet genauso beschnitten. Ihr werdet genauso eurer Kultur und eurer Lebensweise beraubt. Und auch eure Kinder werden dafür bezahlen. Ein großer Teil der Menschen in diesem Land hat schon lange verstanden, worauf das hier alles hinausläuft. Doch das Verstehen reicht nicht, denn ihr seid bald genauso am Arsch wie wir alle. Nichts wird einfach so gut, wenn wir uns jetzt nicht gemeinsam dagegen stellen. Wir alle haben nur dieses eine Leben. Wir alle haben in der Hand, wie wir es leben werden. Und wir alle haben Gemeinsamkeiten, die nicht von der Hand zu weisen sind, egal wer ihr seid. Wir alle lieben unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde. Wir alle wollen ein gutes, selbstbestimmtes und sicheres Leben. Wir alle wollen und brauchen Frieden.
Also lasst uns dieses Jahr noch einmal gemeinsam durch diese Stadt laufen und ein Zeichen setzen. Und nächstes Jahr am 22. Januar mit neuer Kraft für eine bessere, friedliche und lebenswerte Zukunft starten. Und Freiheit wünschen euch alle eine friedliche Weihnachtszeit, das Allerbeste fürs neue Jahr und bis dahin vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das Recht auf Bildung und Kultur, das Recht in Würde zu altern und jederzeit die Hilfen in Anspruch nehmen zu können, die einem Menschen zustehen. Es sollte keine Frage der Herkunft, des finanziellen Budgets sein, ob man einer medizinischen Führungsfahrzeuge zu sein wird oder eben nicht. Medizinische Führungsfahrzeuge steht allen Menschen in unserer Gesellschaft zu. Denn schlussendlich ist es das, was ein jeder von uns erarbeitet und erwirtschaftet, und somit seinem eigenen Heil und Wohl entsprechend mit zum Beitrag unserer Gesellschaft leistet. Wieder mehr Berücksichtigung erfährt.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Friedensagenda der Vereinten Nationen nicht nur mehr Berücksichtigung, sondern vor allen Dingen eine Durchsetzung erfährt. Das ist eine Aufgabe, die allerdings nicht nur der Politik, den vier führenden Regierungen Europas und der Welt angelegen ist, sondern es ist eine Aufgabe, die an uns als Gesellschaft, als Menschen innerhalb der Deutschlands oder Europa Einsatz von Militärtechnik gegenüber des eigenen Volkes. Denn all dem sind die Menschen in China, innerhalb der Volksrepublik China, ständig und stetig ausgesetzt. Einer brutalen Gefährdung von Leib und Leben, maximaler Ausgrenzung, Schikane und der möglichen Diffamierung. Und nicht nur der Diffamierung, sondern auch der möglichen Tötung durch die eigene Regierung. Solange wir akzeptieren, dass fette milliardenschwere Geschäfte mit einem Land wie der Volksrepublik China zustande kommen, dass fette Milliarden, die jetzt mit einem menschenverachtenden und uns verhüllten Land wie Katar zustande kommen, dass Milliarden, die mit menschenverachtenden Landstriche verlassen müssen, weil das Leben dort lebensunwürdig geworden ist. Menschen, die vertrieben sind, Menschen, die mit ihrer Gesundheit und letztendlich darüber hinaus mit ihrem Leben bezahlen müssen. Frauen, Kinder, Alte und Schwache sind die ersten Opfer des Krieges. Und danach die jungen Männer, die willfährig, die machtgierigen und profitgierigen Politikern in den Krieg geschickt werden. Thank you.
Grundlage der ausgegebenen Anweisungen und Auflagen der Versammlungsführung. Spaltung und Diskriminierung, Hass, Hetze, all diese Sachen müssen aus unserer Gesellschaft verschwinden. Und wir können das schaffen, dass eben nicht mehr mit Hass und Hetze Mitteln der Spaltung und Diskriminierung in unserem Land gearbeitet werden kann, wenn wir es selbst einfordern. Denn wir, die Menschen, die in diesem Land leben, sind die Schöpfer unserer eigenen Freiheit, unserer eigenen Mitgestaltigkeit und dessen, was an Demokratie in unserer Gesellschaft nicht nur zelebriert wird, sondern tatsächlich nachdenklich gelebt wird. Was die damalige Occupy-Bewegung den Menschen mitgeteilt hat, ist wahr geworden. Der Finanzfaschismus auf dieser Welt greift immer mehr um sich. Die eigentlichen Menschen und Macher, die die Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 und 2009 zu verantworten haben, sind bis heute auf freiem Fuß, während ihr mit euren eigenen Vermögen, ja mit euren gesamten Betriebswerten, dafür achten musstet, dass millionenschwere, ja gar milliardenschwere Banker und Broker schadenfrei aus dieser Nummer hervorgegangen sind. Bedenkt auch, dass nicht ein einziger der Großbanken und deren Chefs, Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder je dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist, dass eure Altersvorsorge, eure Versicherungen, eure vermögenswirksamen Leistungen, egal auf welche Art und Weise erbracht, vernichtet worden sind. Dass es Hunderttausende, Millionen von Menschen in Europa gegeben hat, die auf Grundlage dieser Finanz- und Wirtschaftskrise obdachlos geworden sind, die sämtlicher Vermögensleistungen beraubt worden sind. Und trotz allem hat es nicht einen einzigen Banker gegeben, nicht ein einziges führendes Mitglied der Finanzindustrie hier in Europa, der dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist. Und seht, was mit Wirecard geschehen ist. Auch die Mehrheit der Mitglieder von Wirecard und ihres führenden Managements sind eben nicht juristisch belangt worden. Es ist ihnen sogar noch ermöglicht worden, schön über die Hintertür aus unserem Land zu flüchten und sich eben der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union zu stellen. Wie kann das sein, frage ich euch, während Millionen von Sachwerten von euch geschaffen, von normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserem Land, der Bürger, die hart jeden Tag dafür gearbeitet haben, dass diese finanziellen Werte, die sie von uns eingebracht worden sind, überhaupt erwirtschaftet werden. Die Abstandsregelungen alleine in Sachen Wirecard haben uns im Jahr 2020 mehr als 18 Milliarden Euro gekostet. Das war das Geld, das der deutsche Steuerzahler in die Hand genommen hat, nicht die Bundesrepublik Deutschland. Denn die Bundesrepublik Deutschland verfügt über kein eigenes Geld. Es ist das Geld, was ihr erwirtschaftet und letztendlich durch euch, die Mitmenschen, innerhalb unserer Gesellschaft erwirtschaftet wird. Anstandswürdigung des eigenen Volkes und der Gemeinschaft aller europäischen Staaten. Die aufrechte Verhaltung der Neutralität und Souveränität, Dinge so voranzutreiben, wie wir es bisher getan haben. Friedlich zu demonstrieren und friedlich Zeichen zu setzen für den Erhalt unserer Demokratie, für den Erhalt der rechtsstaatlichen Ordnung innerhalb unserer Gesellschaft und der Würdigung der Arbeitsleistung eines jeden Mitmenschen in unserer Gesellschaft. Denn es sollte auch noch morgen möglich sein, durch das Erarbeitete ein ordentliches Leben innerhalb unseres Landes und innerhalb unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Unsere Kinder sollten friedlich, freiheitlich und ohne Zwang aufwachsen können. Unsere Kinder sollten frei von Leid und Elend groß werden können. Sie sollten eine unbeschwerte Jugend und Kindheit genießen können, wie wir seinerseits. Was sie also tun, ist ein Beitrag für ihre Kinder oder Familie. Was sie tun, ist ein Beitrag zu leisten für eine gesündere und gesunde Zukunft. Thank you.
meine lieben Mitmenschen. Hiermit möchten wir uns nochmal recht herzlich bedanken bei allen, die heute hier wieder teilgenommen haben und bei allen, die diesen Aufzug begleitet haben. Wir wünschen euch gesegnete Weihnachten, ein frohes Fest und auf diesem Wege natürlich auch einen guten Start dann ins neue Jahr hinein. Viel Freude und besinnliche Stunden im Kreise eurer Liebsten. Lasst es euch gut gehen. Habt viel, viel neue Energie, die ihr für euch aufbaut, dann im neuen Jahr, auf das wir auch künftig wieder streiten für das, was richtig und wichtig in unserer Gesellschaft ist. Ich danke euch und hiermit ist die Versammlung beendet.